So Leute, willkommen zurück zu Let's Play, ein Königreich für ein Lama. Ihr seht schon an Couscous Haltung, dass ich langsam mal anfangen sollte. Obwohl ich kaum was gesagt habe. Ja. Ist jetzt da eine gewisse Zeit nichts mehr von mir gekommen. Also jetzt war eine Woche, ungefähr eine Woche, 5 Tage, 6 Tage, keine Ahnung. Ich hatte keine Zeit. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon an Erklärung. Leider ist es so, ich habe in letzter Zeit wenig Zeit gehabt. Bäm. Und ich habe diese Aufnahme ja auch schon einmal getätigt. Also ich habe sie schon einmal aufgenommen. Leider ist... Ich nehme ja Tonspuren und Video einzeln auf. Und, was ist das für eine Tür? Dabei, als ich dann die Tonspur speichern wollte, ist das Programm abgestürzt. Fand ich nett. Und dann hatte ich erstmal keine Zeit gehabt aufzunehmen. War schön, war wunderbar. Jetzt nehme ich auf und auf ins Dunkel. Ey, der Wache. In den Wachen sieht man auch mal, was diese Reifen sein sollen. Man sieht es jetzt natürlich nicht, nur wenn ich mich jetzt verletzen würde. Das ist Kopfschmuck, der ist ja einer. Ich habe mich mal gewundert, was ist das? Es ist Kopfschmuck. In der Tat. So. Spinne. Wirf doch mal weg jetzt. So. Und. Powertrank? Warum Powertrank? Ja, komm nur runter jetzt. So, und ja, hinauf ist vielleicht dumm formuliert. Unpassend. Mich juckt es gerade am linken Auge. Toll. Also möglichst nicht kratzen während den Aufnahmen. Und zack. So, jetzt erstmal Reihenfolge analysieren. Das kommt zuerst. Dann der normale Kopf. Und schließlich der Kopfschmuck. Jetzt pass auf, was passiert. Was die Inkas für Wasserpumpen hatten, ne? Wie auch immer das gebaut hat. Denn die heutigen Pumpen, die meinetwegen in einer Fabrik benutzt, Fabrik, ich weiß nicht, ob, jetzt, ob man das so sagen kann, aber wenn die so effizient wären, das wäre echt was. So. Wer hat das Eichhörnchen eigentlich synchronisiert? Das ist vielleicht irgendwas, was verkehrt rum abgesprochen wird? Abgesprochen, abgespielt. Kann man ja mal ausprobieren. Ich werde einfach mal die meine Tonspur falsch rum abspielen. Falsch rum. Umgedreht. Hallo? Und da werde ich ja gucken, ob das was bringt. Kontrollpunkt. Hier hatte ich das letzte Mal das Problem, dass ich nicht wusste genau, wie ich den Jungen aufhalten kann. Also, wie ich die Steine stellen muss. Wie ich ihn aufhalte, ist ja logisch. Aber ich bin dann relativ schnell drauf gekommen. Besser gesagt, beim ersten Versuch hat das funktioniert. Wir machen einfach so. So möglichst nicht. Hauptsache, ich spawn mitten drin. So. Wo ist der andere Stein? Da. Jetzt aufpassen. Weil man landet immer perfekt in der Fahrbahn. Kaputt gemacht. Warte nur. Was bin ich nur für ein böses Lama? Du Pisser! Booyah! So. Dann haben wir jetzt den ersten roten Couscous-Stein für das Tor, wofür wir da 2 brauchten. Und, ja, dieser Junge. Ich denke, wird uns doch eine lange Zeit begleiten. Eine sehr lange Zeit. Aber ihr werdet ja selbst sehen. Ihr kennt das Spiel sowieso schon. Wo bin ich? Ah, hier. Gut. Gib mal so einen Stein. Jetzt pack den nochmal hin. Genau. Und hinauf. Wo ist das Tor? Ich hab, glaube ich, ganz schön ins Mikro gepustet. Ich habe das sogar ein bisschen sehr komisch positioniert. So. Wahrscheinlich erstmal hier, ne?
Nein. Oh, falsche Taste gedrückt. Drücke ich erstmal C anstatt X. Wunderbar. Erst was platziert. Gehen wir uns einfach jetzt mal auf die Suche nach dem nächsten. Das ist ein Kontrollpunkt. Ein Krug. So. Da geht's nirgendwo lang. Wieder ein geheimnisvolles Tor. Oh. Kopfschmuck. Nimm das! Was sprüht da eigentlich immer so grün weg? So. Und Kontrollpunkt! Muss ja auch mal sein, ne? Ja. Auf dem Weg! So, einfach Power-Taste drücken. Ja, Hauptsache ich krieg die Münze nicht, wunderbar. Ey, gib mir die Münze. Und rüber. Dum dum dum. Na komm. Knapp. Man denkt immer, man trifft die gar nicht. Dann ist es so. So ein Streifschlag, sag ich mal, oder Streiftritt. Dann trifft man die doch. Wo gehe ich jetzt bitte hin? Okay, ja, jetzt habe ich mich wieder orientiert. Wir müssen jetzt. Lama-Sicht bitte. Lama-Sicht, Lama-Sicht. Oh ja! Lama-Sicht. Wir müssen jetzt diesen Fisch anschießen, damit er uns den Luftballon darüber pustet. Hauptsache, wir treffen ihn. Auch mal. Los, komm. Das Ganze, glaube ich, zweimal, ja. Ja, boah. Nein. Wunderbar. Das letzte Mal hat es nicht so gut geklappt. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht. Das Hauptsache, ich mache den kaputt. Warte mal kurz, Leute. So, und wieder da. War jetzt halt nur ein kleiner Schnitt gewesen. Aus Unterbrechungsgründen. Steht heute zur Auswahl. Und erneut. Ich habe ihn ja leider kaputt gemacht. Wie schieße ich? X. Das war wohl weniger gut. Komm jetzt. Zurück. Ich hab's doch getroffen. Toll. Ja. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und ich hab dich doch getroffen. Und auf ein neues zurück. Den Schwung, der immer holt, ne? Und. Boah. Ja, das haben die nur gemacht, um den Spieler zu ärgern, da. Diese. Coole. In der Wand. So. Aber nun. Da hatte ich mich nämlich schon gefreut. Oh, das ging ja diesmal schnell. Dann springe ich mit dem Ding gegen die Wand, aber ich kann ja auch nicht wissen, dass es dann kaputt geht. So. Und da sind wir gekommen. Boah. Voller Schreck. Da unten sind Trauben. Ich würde gerne die Trauben haben. Ich darf keine Trauben haben. Ich brauche Krüge. Und dieses fliegende Floß. Oh ja, ich springe. Brauche ich wieder. Ja, da kommt's auch schon. Boah, jetzt landen wir mal oben. Ey. Ich springe. So, und? Auf ein neues. Kann ich eigentlich auch irgendwie die Kamera drehen? Ah. Mit A und S. Wunderbar. So. Krüge zertrümmern. Nächsten. Den noch. Den auch. Und da ist ein Insekt an meiner Wand. Egal. Und nun diesen Stein als Gewicht auf den Knopf. Und ich sollte mal wieder anfangen, flüssiger zu reden. Und ich muss eh gleich den Part beenden, von daher. Ja, werde ich nur noch da hinten durch die Tür laufen. Ich könnte mal wieder so einen Powertrank gebrauchen. Ach so, unnötig jetzt. Ich springe! Hopp, 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 hopp!
So. So. Boah. Ich hätte da gar keinen Powertrank gebraucht. Wunderbar. Und durch. Kontrollpunkt. Ob das da auch speichert, weiß ich nicht. Kontrollpunkt. Ich hoffe es einfach mal, ansonsten sorge ich wieder ein bisschen hin, Leute. So, danke fürs Zugucken. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.